Na hoppla, da ist Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse aber fast ein großes Geheimnis rausgerutscht. Aber was für ein schönes. Im Interview mit Exklusivmoderatorin Frauke Ludowig spricht die 40-Jährige über ihren Mann Jewgeni Wosniuk, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist. Und das mit dem Heiraten soll sich wiederholen. Den Moment, in dem sie sich dann aber so herrlich selbst stoppen muss, haben wir für Sie im Video oben in voller Länge. 2017 feierten Mozi und Jewgeni ihre große Liebe zum ersten Mal mit einem romantischen Ja-Wort. Nur ein Jahr später krönten sie ihre Liebe mit einer Tochter. Schon mal erzählte die 40-Jährige, dass sie und ihr Mann gerne nochmals heiraten würden, vor den Augen ihres Töchterchens. Nun geriet die Let's Dance-Jurorin allerdings so sehr in Plauderlaune, dass sie fast noch mehr verraten hätte: Ich würde meinen Mann heiraten, ich möchte meinen Mann auch nochmal heiraten. Erzählt sie im Interview und fügt hinzu: Das haben wir vor. Nochmal und auch bald sogar. Oha, da werden wir hellhörig. Gibt es da etwa schon genauere Pläne? Bevor sie das aber ausplaudert, fängt sie sich: Ja, und jetzt stopp da, sagt sie unter lautem Gelächter. Herrlich sympathisch, gemeinsam durch dick und dünn. Mozi und ihr Jewgeni sind ein eingespieltes Team. Gemeinsam leiten sie eine Tanzschule in Hessen. Aber genau das ist zwischendurch auch mal Grund für Reibereien. Ich bin spontan, er möchte es strukturiert, verrät sie. Aber gut, welche Beziehung kennt sowas nicht? Dass sie sich in den wichtigsten Dingen einig sind, haben sie erst vor gut einem Monat auf tragische Weise gezeigt. Jewgenis Eltern mussten aus der Ukraine fliehen. Mozi unterstützte ihren Mann und ihre Schwiegereltern, bis sie sich wieder in den Armen halten konnten. Eine bedingungslose Liebe, die sie mit einer zweiten Hochzeit nochmal zelebrieren wollen.